So, herzlich willkommen. Guten Tag zur nächsten Folge der Südhammer. So sieht's nämlich aus. Mit der Jenny und mit mir. So, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Was haben wir in der vorletzten Folge gemacht? Wir haben Wasser gefahren. Ja, du fährst die Produktion ab. Genau, ich fahre die Produktion ab, fülle das Ganze mit Wasser. Ich versuche es zumindest. Und die Jenny ergänzt das Ganze noch so ein bisschen, weil wir haben festgestellt, wenn wir die Schnapsbrennerei in Betrieb nehmen, bringen die irgendwas mit 3000 Euro pro Knappe Liter. 3.200 Euro pro 1.000 Liter Schnaps. Und Ja. die läuft jetzt schon schnell. So, also habt ihr das gehört, ne? Also werden wir das jetzt erstmal so weit machen, dass die Brennerei voll ist mit Wasser. Auch wenn das für mich bedeutet, dass ich hier 15.000 Mal fahren muss. Und es für euch eventuell langweilig werden könnte, aber das macht jetzt prima nichts. Wir wollen endlich von unseren 3 Millionen Schulden runter. Genau, und deswegen machen wir das jetzt einfach so. Und zumal es wird ja eh dunkel, deswegen werden wir diese Dunkelheit ausnutzen und werden das auch in einer normalen Geschwindigkeit spielen, auch wenn wir gesagt haben, nachts spulen wir immer. Aber in dem Fall machen wir das jetzt nicht. Zumindest so lange, bis ich meine 4 Hänger hochgefahren habe und er sein Wasser aufgefüllt hat. Sprich, die Folge noch in normaler Geschwindigkeit mal 5. Und in der morgigen Samstagsfolge werden wir dann schnell durchspulen. Und vielleicht kriegen wir ja dann da auch schon die ersten Hänger verkauft mit dem Schnaps. Einfach mal überraschen lassen. Weil von Roggen haben wir so viel auf Lager. Und das Schöne ist, es ist. Jede Produktion braucht hier was anderes. Also daher, es wird wirklich alles gebraucht, was wir hier rumstehen haben. Ja, was wir ernten, brauchen wir eigentlich fast alles, bis auf Zwiebeln, Karotten, Bohnen, Spargel. Die Sachen, die sind einfach nur für den Direktverkauf oder die Kohlsorten. Das ist das Einzige, was ich noch schade finde, aber ich denke, da tut sich garantiert noch was in den nächsten Wochen. Weil der Mapbauer, der ist ja so fleißig, also momentan alle 3 Wochen eigentlich eine neue Version. Wir haben direkt vor dem Urlaub, haben wir auf die 3.5 gewechselt. Ja, ich kam aus dem Urlaub, oder wir kamen jetzt aus dem Urlaub wieder, schwuppdiwupp war die V4 draußen. Ja, keine 2 Wochen und es gab eine neue Version. Umzugsvideo müsste inzwischen auch schon für euch draußen sein, wie man von der 3.5 auf die 4 wechselt. Ist ein bisschen umständlicher, ich werde euch aber alle Varianten zeigen. Ups. Kriegen wir alles hin. Dann wird es noch ein anderes Video von mir im Laufe der Woche geben, ist wahrscheinlich auch schon draußen. Und zwar, wie man zum Beispiel Füllstände für einen Anhänger ändert. Das zeige ich euch auch. Ja, aber ansonsten muss ich mal gucken. Ich glaube, da waren noch so 2, 3 andere Sachen, die gewünscht wurden, was ich euch zeigen soll, wie es geht. Mache ich gerne. Nur das sind dann Sachen, die findet ihr dann unter Tipps, also Hilfen und so weiter von der Nordfriesischen Marsch. Da, unter der Kategorie werdet ihr das finden. Aber es wird es geben. So, du bist auch schon wieder beim Wasserladen. Ja. Ja, genau. Eine Folge noch. Und da haben wir quasi schon wieder Samstag und Sonntag sind wir ja wieder im Livestream für euch da. Und das sogar komplett. Also ich bin da, Jenny ist da, Jenny ist ja eh immer da. Ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass der Daniel dann auch da ist. Mit einer kleinen Entschuldigungsgrillparty. Du und deine Grillpartys. Ja, genau. So. Das wolltest du deiner Schwiegermutter noch aufs Auge drücken. Ich als Sekundärvegetarier, ja, genau, nehme Fleisch ist mein Gemüse. So heißt das so schön. Und was machst du, wenn ich dann trotzdem Gemüse auf den Grill möchte? Ja, dann kaufst du dir einen extra Grill, weil auf meinen Grill kommt kein Gemüse. So. Deswegen haben wir zwei Grill. Aber für Grill heißt das Grill oder Grill?
Gute Frage, nächste Frage. Also ihr Lieben, jetzt haben wir da einfach mal ein kleines spontanes Fragequiz. Wenn man zwei Grill hat, heißen die Grill oder Grills? Also ich würde sagen, es heißt immer noch Grill. Drei Grill, vier Grill oder Kss oder wie auch immer. Das ist eine Frage, die ist was für den deutschen Duden. Genau, also die, haut mal ein paar Kommentare darunter. Bin ich mal auf eine eurer Antworten gespannt. Würde mich natürlich auch sehr drüber freuen. So, genau. Und mit den Worten Grills beendigen wir das Thema nämlich jetzt. Und hoffen mal, ja, die Jenny nickt schon. Ah. Ja, das ist schön, man sieht Jenny, also ich sehe sie hier auch. Wenn ich in das Bild gucke, sehe ich sie von hinten. Wenn ich in das andere Bild sehe, sehe ich sie von vorne. So, also ich sehe sie jetzt quasi doppelt. Sie fährt im Dunkeln. Mein Tag ist voll und ich muss fahren. Ja, ja. Ja, es gab ja mal den einen und anderen Kommentar. Es ist schon eine Weile her. Die habt ihr euch gewünscht, dass wir auch mal mit dem Ansgar zusammen spielen sollen. Muss ich euch aber leider sagen, der Ansgar hat. Werner, nicht Ansgar. Oder mit Werner, aber die haben alle beide aktuell so viel zu tun. Moment. So. Das darfst du auch ruhig laut machen. Die haben aktuell. Jungs und Mädels schon. Die haben aktuell so viel zu tun. Hallo, Mikrofon. Genau, die haben aktuell so viel zu tun, dass das nicht möglich ist, die in irgendeiner Form hier mit herzukriegen. Also, wir finden die Idee cool. Wir würden uns natürlich sehr freuen, aber ich glaube nicht, dass sie sich mit unseren Zuschauerzahlen so zufrieden geben. Boah. Wie gesagt, wenn müsst ihr das den Jungs und Mädels in die Kommentare schreiben, darauf hinweisen. Aber wie gesagt, noch sind die Jungs vermutlich, also von Werner weiß ich es, der ist jetzt erst zu Hause angekommen, jetzt ist gut. Am Montagabend ist er erst wieder zu Hause bei sich in Österreich angekommen. Ansgar dürfte auch am Sonntagabend oder so, nee, auch erst am Montag zu Hause irgendwo angekommen sein. Weil die haben ja die Challenge oder die FSL ja kommentiert fürs deutsche Fernsehen auf YouTube. Auf YouTube wurde es auf Deutsch übertragen, auf Twitch wurde es auf Englisch übertragen. Und daher ist das gut möglich, dass ihr da die zwei gehört habt. Deswegen ist da auf den Kanälen auch weniger los. Aber das kriegen wir auch alles in Vorsicht. Gegenverkehr, der Herr. Machen Sie mal Ihr Licht an, das ist so eine kleine Funzel. Ich hab doch Licht an. Er sagt jetzt eine kleine Funzel. Was? Du bist auch kleine Funzen. Ist halt normales Fernlicht und kein Arbeitslicht. Weil Arbeitslicht auf der Straße beim Fahren, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Wenn das die Cops von der Map sehen, Mensch, die Map-Cops. Du, die sind immer zum Kaffeetrinken beschäftigt. Zum Kaffeetrinken mit Kaffeetrinken beschäftigt. Ja. Und das rund um die Uhr. Genau. Und die Apotheke, da kann man auch Wasser kaufen. Ja, ja. Ja. Jetzt hatte ich heute mal leichte Wortfindungsstörungen. Heute? Leichte? Ja. Naja. Gut. Aber hast du noch was zu trinken bei dir rumstehen? Ich bräuchte noch einen Schluck Wasser. Nein. Ich kann dir einen Schluck Ingwertee anbieten. Willst du mich vergiften? Das kann ich tun. Ja, übrigens gleich alles. Ja, in der Küche steht noch eine ganze Kanne. Ja, muss ich mir morgen in die Arbeit mitnehmen. Der hält sich ja bis morgen. Beziehungsweise, ich werde dir morgen frischen kochen, weil bis dahin sollte die Kanne ja eigentlich schon leer sein. Genau, trinken, 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 sage ich dann. Und die Wiese bei dem Wetter. Und es wird wieder wärmer. Ja gut, ihr dürft nicht vergessen, auch wenn es nur 25 Grad sind, trinkt genug bitte. Die Luft ist dämpfig, es ist schwül.
Bäh. Genau, da reagiert, da rät euch jeder Ernährungsberater, da rät euch jeder Hausarzt dazu, selbst die Fitnesstrainer sollten euch daran erinnern, dass ihr bei den Temperaturen genug trinkt und euch möglichst im Schatten aufhält. Aber gut, das waren die, ja, die Medizintipps von Jenny und Thomas. Ja gut, wir erinnern euch daran, dass ihr trinkt. Wir trinken selber auch genug. Ich habe bis jetzt heute schon 3,5 Liter getrunken. Ne, 2,5. Na gut, von mir aus noch das. Ja, du noch heute noch nicht so viel, oder? Kann ich dir aktuell gar nicht sagen. Also. Ja, genau. So, dann packe ich mal den Hänger. Wie viel Wasser geht da eigentlich rein? 200 zum vierten Mal. Da muss ich, glaube ich, noch ein paar Mal fahren. Oh, nö, so viel. Du hast jetzt schon 120 drin. Dann wären es wahrscheinlich nochmal 3. Nur 2 noch. Das reicht dann. Dann komme ich auch nochmal weiter. Ja, zur Zuckerfabrik. Genau, aber da kann ich von Wege Wasser ziehen. Ich hoffe, dass da der Wasserfluss größer ist vom Brunnen. Nee, da ist der Gleichmittelrand hinterlegt. Yeah. Ja, so langsam werden die Parkplätze hier eng. Kann das sein? Wir müssen anbauen. Ach ja. Wir brauchen einen Architekten. Wir brauchen einen, der uns den Boden absteckt. Und einen Fahrzeughallenbauer. Nö, haben wir ja. Kriegen wir alles selber hin. Ich weiß, von dir kriege ich immer noch mal die Prügelstrafe. Ich würde behaupten, du fährst jetzt gerade die letzte Kurve Wasser dahin. Der Hänger 4 ist drin. Ja, dann lass es, der Rest reicht erstmal. Dass du morgen kannst du den Hänger da eigentlich stehen lassen und mit den Tieren anfangen? Sollte ich nicht erstmal zur Zuckerrübenfabrik fahren? Du kannst auch zur Zuckerfabrik fahren und da einen Hänger reinkippen. Weil dann haben wir alles durch. Ja, die Brauerei halt noch. Und Obst, Kirsche und Pflaume fehlen auch noch. Aber das kann ich ja dann im Hintergrund machen, weil du kannst ja dann mal anfangen. Ja, nee, geht nicht, du brauchst ja den Hänger. Pff, vergiss es. Ja, du musst dann halt noch 1, 2, 3, 4 Hänger fahren. Aber das kriegst du auch hin, oder? No. Weil, ich sag's mal so, die Rumherstellung brauchst du noch nicht, weil wir haben ja noch kein Zuckerrohr. Das wächst ja erst noch.
Ja, es wird dunkel. Na, wie weit bist du? Willst du die Fuhre noch fertig machen? Am Freitagmorgen? Dann müsste er, wenn du jetzt durchfährst, auf der linken Seite kommen. Ich muss noch ein Stück hochfahren. Wir wollen es doch mal endlich schaffen, dass wir was zurückgezahlt kriegen. Was füllst du als nächstes auf? Dazu muss ich erstmal einen Wassertank finden, den Wasser, den Strand finden. Steht er da nicht mehr? Ne. Oh, ich platziere ihn dir wieder. Ja, das sind so Sachen, die dann einfach flöten gehen, wenn man den Umzug macht. Flöt, flöt. Soll ich ihn dir rechts von dir oder links von dir hinstellen? Wie du willst. Steht links von dir. In der Kurve. Ne? Kurve? Was? Wo? Kann ich wieder zurück? Hast du ihn gefunden? Ja, habe ich. So, aber da wir auch schon wieder 17 Minuten hinter uns haben, würde ich doch sagen, glatt sagen, verabschieden wir uns da. So sieht's aus. Ich sag gute Nacht, wunderbar, ja, und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Bis morgen. Tschüss. Nee, Donnerstag, Freitag. Sag tschüss. Tschüss. Schrei doch nicht so.